Verlesung durch den Schriftführer. Und ich teile den Herrn Abgeordneten Loacker als ersten Fragesteller zur Begründung der Anfrage, die gemäß § 93 Absatz 5 der Geschäftsordnung 20 Minuten nicht überschreiten darf, das Wort. Bitte, Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. Danke schön, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, Hohes Haus, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen und vor den Bildschirmen. Bedanke mich, Herr Minister, dass Sie Zeit haben. Ich weiß schon, als Abgeordneter sammelt man keine Pluspunkte, wenn man Ihnen solche Zusatztermine verschafft. Dennoch halte ich das Thema für ein wichtiges und sehe mich darin bestätigt, weil der Herr Finanzminister heute in seiner Budgetrede auch gesagt hat, die wichtigen Brocken sind Arbeit, Asyl und Pensionen. Und dem Thema Arbeit und Arbeitsmarkt möchte ich mich jetzt widmen. Die Arbeitslosenquote geht immer im Vergleich zum Vorjahr jetzt seit 50 Monaten kontinuierlich hinauf. Und wenn wir den Prognosen des WIFO Glauben schenken dürfen, dann wird das auch bis 2018 so weitergehen. Und da schauen wir natürlich mit einem gestrengen Auge auf das, was die Regierung in diesem Zusammenhang an Taten setzt. Ein Arbeitsmarktgipfel ist seit langem angekündigt und findet nicht statt. Und wenn es darum geht, was man tun könnte, dann findet da ein Doppelpassspiel statt zwischen den Sozialpartnern auf der einen Seite und der Regierung auf der anderen Seite. Einer sagt, das regelt dann der andere. Und wenn wir im Budgetbericht auf der Seite 13 lesen, ein Bonus-Malus-System soll eingeführt werden, gleichzeitig werden die Lohn- und Lebenskosten gesenkt. Gemeinsam mit den Sozialpartnern wird dazu ein Konzept erarbeitet. Da sind wir schon wieder so weit, dass wir eigentlich nicht wissen, wer macht jetzt eigentlich was, was macht die Regierung und was machen die Sozialpartner. Das führt so weit, wie wir mitbekommen haben, dass KV-Verhandlungen ins Stocken geraten, weil die darauf warten, ob vielleicht die Regierung was macht bei der sechsten Urlaubswoche oder ob sie es vielleicht doch besser kollektivvertraglich regeln sollen. Also ihr Nichtstun in der Bundesregierung hat Konsequenzen, die weit über das hinausgehen, was, glaube ich, den Playern hier bewusst ist. Und was ja auch sichtbar wird, die versäumten Reformen im Arbeitsmarktbereich drücken aufs Budget und verschärfen die Verschuldungsthematik und verschärfen das Geldproblem, das in erster Ebene der Finanzminister, aber am Ende des Tages alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben. Wir wissen, dass die Leistungen fürs Arbeitslosengeld hinaufgehen, weil eben die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Verbunden mit hoher Arbeitslosigkeit sind immer niedrigere Beitragseinnahmen und verbunden damit sind auch immer niedrigere Steuereinnahmen. Und was da noch gar nicht eingerechnet ist, ist, dass Langzeitarbeitslosigkeit nachweislich massive Auswirkungen auf die Gesundheit der Betroffenen hat und ich dort wieder zusätzliche Gesundheitskosten auslöse. Also hier hat sich die Regierung durch Nicht-Entscheiden und Nicht-Gestalten in einen Teufelskreis hinein manövriert. Wie wir heute gehört haben, steigen die Ausgaben in der UG 20 Arbeit um 944 Millionen Euro. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man auch, dass die aktive Arbeitsmarktpolitik in den vergangenen Monaten und auch in Zukunft zurückgefahren wird. Die Ausgaben in aktiver Arbeitsmarktpolitik pro einzelnen Arbeitslosen sinken, weil man natürlich mehr Geld auch für passive Leistungen braucht. Und das zeigt schon, dass wir hier in ein Thema hineinlaufen. Wir können nicht mehr, so wie wir sollten, mit zum Beispiel Ausbildungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt aktiv sein. Aber wenn wir schon eine Mittelverknappung haben, dann erwarte ich mir von der Regierung, dass man hergeht und schaut, wo ist das Geld effizient eingesetzt und wo nicht. Und alle Experten bestätigen, dass zum Beispiel die geblockte Altersteilzeit nichts anderes ist als ein staatlich finanziertes Frühpensionierungsprogramm für Betriebe. So kann ich Arbeitskräfte schneller in den Ruhestand expedieren. Wie kommt die Gemeinschaft der Sozialversicherten dazu, das zu finanzieren, den Betrieben Frühpensionierungsprogramme zu finanzieren? Da könnte man etwas einsparen. Und wenn wir, und jetzt gehe ich auf eine eigene Wählerschicht ein, man darf nicht immer nur auf die, bei denen sparen, die einen nicht wählen, die Bildungskarenz. Das ist sicher etwas, das viele aus der gehobenen Bildungsschicht in Anspruch nehmen. Aber für die ist es nicht gedacht.
Das Geld sollte dorthin fließen, wo Menschen gefährdet sind, arbeitslos zu werden und die präventiv eine Weiterbildung machen, damit die Gefahr der Arbeitslosigkeit reduziert werden kann. Wenn wir aber anschauen, wer Bildungskarenz in Anspruch nimmt, dann sind das in der Regel Jüngere und dann sind das in der Regel Menschen, die schon eine sehr gute Ausbildung mitbringen. Und damit ist die Maßnahme alles andere als treffsicher. Und viel Geld fließt in einen Kanal, wo es den Nutzen nicht stiften kann, den es stiften sollte. Und wenn wir vor diesen Finanzierungsengpässen stehen, dann werfe ich einmal kurz einen Blick drauf, was denn der Bundesregierung so einfällt. Ein Bonus-Malus-System. Also ich weiß nicht, wie Sie das wegargumentieren, aber das sind für mich Lohnnebenkosten. Da wird auf die Betriebe, die Arbeitnehmer beschäftigen, noch einmal etwas draufgeklopft. Bonus-Malus heißt Lohnnebenkostenerhöhung. Und wenn als Alternative von schwarzer Seite eine Erhöhung der Auflösungsabgabe diskutiert wird, dann sage ich auch in diese Richtung, auch das sind Lohnnebenkosten, weil das zahlen die Betriebe, die Menschen beschäftigen. Und ab 1. Jänner gilt ja die so oft gelobte Tarifreform und da steigt aber auch außerdurch die Höchstbeitragsgrundlage. Und die Höchstbeitragsgrundlage erhöhen heißt wieder, ich erhöhe die Lohnnebenkosten bei den Betrieben, die gut bezahlte Leute haben. Das sind zum Beispiel Betriebe, bei denen geforscht wird. Ja? Dort sind gut bezahlte Leute zu Hause. Und was fällt der Regierung noch ein? Naja, ein Teil der Regierung, zu dem Sie gehören, diskutiert die 6. Urlaubswoche für alle, die irgendwie 25 Ausbildungs- und Arbeitsjahre haben. Naja, da muss der Arbeitgeber auch mehr Geld in die Hand nehmen und bekommt eine Woche weniger Leistung. Das erhöht halt auch, jetzt kann man sagen, sind es Lohnkosten oder sind es Lohnnebenkosten, am Schluss ist der Mitarbeiter teurer, wenn ich ihn ein Jahr lang einkaufe. Und was auch noch gebracht wurde, auch heute noch einmal vom Herrn Finanzminister, ist diese ominöse Wohnbauoffensive, von der wir auch noch nichts gesehen haben. Und da muss ich sagen, die Wohnbauoffensive erhöht zwar nicht die Lohnnebenkosten, aber es ist diese klassische, wir finanzieren uns aus der Misere heraus Politik. Und man könnte inzwischen wissen, dass ich ein Schuldenproblem nicht mit noch mehr Schulden wegbekomme. Gut. Wir haben uns angesehen, was sollte man tun, und Peter Hayek hat für uns 300 Manager befragt, warum sie glauben, dass nicht mehr Mitarbeiter beschäftigt werden in den Betrieben. Und mit 64% die häufigste Nennung waren die hohen Lohnnebenkosten. Die zweithäufigste Nennung war das restriktive Arbeits- und Sozialrecht. Und ich weiß, Herr Minister, dass Sie das anders sehen und ich kann es leider Ihr Minenspiel von hier vorne nicht mitverfolgen. Zu den Lohnnebenkosten. Die Kammern und Sozialversicherungen als, ich würde sagen, Versorgungsfestungen von SPÖ und ÖVP, wo man immer wieder gut Leute unterbringen kann, die man sonst nicht mehr unterbringt, die fressen einfach ganz viel Substanz von dem, was die Betriebe und was die arbeitenden, erwerbstätigen Menschen in Österreich jeden Monat zahlen, fressen die weg. Und wenn man sich anschaut, wie das genau funktioniert, dann ist innerhalb von 10 Jahren das Aufkommen an Kammerumlage doppelt so schnell gestiegen wie die Inflation. Also da futtern sich diese Apparate, diese rot-schwarzen, an und legen ein bisschen Fett zu auf Kosten der normalsterblichen Erwerbstätigen und auf Kosten der Unternehmen. Und da hat der Herr Finanzminister heute etwas Schönes gesagt. Er hat an die Kammern ausgerichtet, seien Sie doch Teil der Lösung und nicht des Problems. Ja, da gibt es konkrete Vorschläge. Die Arbeiterkammerumlage kann man in mehreren Schritten halbieren, dann wären wir im Jahr 2020 bei dem Volumen, bei dem wir 2004 schon waren. Also da brauche ich keine Leistungseinschränkungen machen, kann ich alles wunderbar weiterbringen. Und die Wirtschaftskammerumlage 2, die kann man auch ersatzlos streichen, das sind 1:1 Lohnnebenkosten, und dass die Wirtschaftskammer genug Speck am Gürtel hat, das wissen wir auch. Nächster Punkt, die Unfallversicherungsbeiträge. Jetzt werden Sie gleich sagen, ja, die haben wir eh gesenkt um 0,1%. Aber auch das Aufkommen an Unfallversicherungsbeiträgen ist ja im selben Zeitraum auch um über 40% gestiegen, wogegen aber die Zahl der Arbeitsunfälle natürlich immer weiter zurückgeht, weil die Arbeitswelt immer sicherer wird. Das heißt, die Aufwendungen, die diese Institution AUVA hat, für ihren ureigensten Zweck, nämlich für Unfallschäden, die gehen auch zurück. Und die schwimmen aber derart im Geld, dass wir jetzt im Fernsehen darüber informiert werden und auf Plakaten, dass wir uns am heißen Herd die Hände verbrennen können.
Danke AVA für diese Information. Also da hat offensichtlich jemand zu viel Geld und in Sonntagsreden hören wir das Bekenntnis zur Senkung von Lohnnebenkosten. Ineffizienzen bei den verschiedenen Krankenkassen. Ich habe es vor 10 Minuten an dieser Stelle erzählt. Es gibt im Regierungsprogramm eine Passage, wo Sie sagen, Sie möchten eine Studie machen zu Effizienzsteigerungen bei den Versicherungsträgern. Wo ist diese Studie? Ist sie schon in Auftrag gegeben? Wann sehen wir da die Ergebnisse? Fehlanzeige. Und die Regierung sagt, wir können... Ja, super, weil Sie ins Programm kein Datum hineinschreiben, müssen Sie es gar nicht machen. Ja, so billig würde ich mir das als Regierungspartei nicht erlauben. Ich habe eh kein Datum drin, also kann ich es auch im Sankt-Nimmerleins-Tag machen. Familienlastenausgleichsfonds. Das ist jetzt das neue Rezept. Jetzt machen wir die Lohnnebenkostensenkung über den Familienlastenausgleichsfonds. Das schaue ich mir an, wie Sie das herkriegen. Der ist nämlich hoch verschuldet und die Entschuldung läuft langsamer, als Sie das geplant haben. Was man wirklich einmal müsste, wäre anzuschauen, was zahlt denn der Familienlastenausgleichsfonds? Gehört das dort hinein, was der finanziert? Und da nehme ich jetzt nur ein Beispiel heraus an fremden Leistungen, die der FLAF erbringt. Die Schülerfreifahrt. Wenn Sie da ins Detail gehen, wird Ihnen schlecht. In Wirklichkeit ist die Finanzierung der Schülerfreifahrt, jetzt habe ich den Herrn Landwirtschaftsminister erschreckt, ist die Finanzierung der Schülerfreifahrt eine Umwegförderung des regionalen Nahverkehrs. Also da wird eigentlich ganz etwas anderes gefördert. Schauen Sie, Sie können jetzt immer den Teufel an die Wand malen und sagen, es müssen alle Kinder zu Fuß gehen. Die Frage ist, ob das Geld effizient ausgegeben ist, und das ist es dort nicht. Und es muss nicht immer alles lohnnebenkostenbasiert finanziert werden. Die Wohnbauförderung, ich komme zum nächsten Thema. Ja. Die Wohnbauförderungsbeiträge, da zahlen auch die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer jeden Monat einen Beitrag. Und wo landet das Geld? Zum Teil vielleicht im Wohnbau, aber eben nur zum Teil, weil es keine Zweckwidmung gibt. Weil es außerdem eine Umverteilung von unten nach oben gibt, speziell in den Bundesländern, in Wien weniger, in den Bundesländern finanzieren die kleinen Hilfsarbeiter den Mittelstand den Eigenheimbau mit der Wohnbauförderung, sofern die Länder das Geld nicht überhaupt für irgendwas völlig anderes ausgeben und irgendwo in den Kanälen versinken lassen. So viel zum Thema Lohnnebenkosten, da gäbe es also viel zu tun und man muss nicht mit Bonus-Malus noch was draufdoppeln. Arbeitsrecht. Sie haben mir gesagt, wir haben eh in Österreich so ein liberales Arbeitsrecht, ich zeige Ihnen jetzt mal was. Das ist das Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel aus der Schweiz. Ja, ziemlich groß gedruckt, große Buchstaben, das ist der Kodex Arbeitsrecht in Österreich. Und jetzt sagen Sie, wir haben ein schlankes Arbeitsrecht, das glaube ich Ihnen nicht. Die Arbeitszeitflexibilität ist zum Weinen, wenn heute... erwerbstätige Familienväter und Mütter sich ihre Arbeitszeit so einteilen wollen, dass sie Zeit haben für die Kinder, dass sie mal einen Nachmittag freinehmen, wenn eine Schulveranstaltung ist und das dafür ein anderes Mal hereinarbeiten, dann kommen sie immer wieder in Konflikt mit der 10-Stunden-Grenze, mit der 11-stündigen Nachtruhe. Wenn sie zum Beispiel die Kinder ins Bett bringen und sich nachher noch einmal hinsetzen und noch was weiterarbeiten, haben sie einen Konflikt mit der 11-stündigen Nachtruhe. Und wenn Sie einen Chef haben, der so nett wäre und sagt, na gut, dann nimmst du am Freitagnachmittag frei, gehst mit dem Kind was machen und kommst am Samstag herein, dann muss der Zuschläge zahlen dafür, obwohl es im Interesse von beiden Seiten ist, dass man diese Flexibilität gestattet. Also hier ist es vollkommen jenseitig, was das Arbeitsrecht regelt. Es kommt aus einer anderen Zeit. Das Arbeitszeitgesetz ist von 1969, wo man noch wesentlich manuell gearbeitet hat und das ganze Ding ist auf die aktuelle Arbeitswelt nicht abgestimmt. Dann ein Bürokratismus. Die Entgeltfortzahlung im Krankenstand bei den Angestellten ist so kompliziert, dass es für jeden Krankenkassenmitarbeiter mit Erfahrung immer eine Tüftelei ist, herauszufinden, wie denn das funktionieren könnte und wie jetzt genau fortzuzahlen ist. Und diese Bürokratie muten Sie den Betrieben zu. Die Elternteilzeit, ein schwarz-blaues Produkt, ja, die ist vollkommen überschießend. Da fehlt jeder Rahmen. Ich kann 5% Elternteilzeit beantragen, ich kann aber auch 95% Elternteilzeit beantragen, also quasi Vollzeit arbeiten und mir den Kündigungsschutz einkaufen. Da gehört eigentlich ein Raster her, wo man sagt, Elternteilzeit wirklich ist von 50% bis 80% Beschäftigung und keine lächerlichen Mini-Ausmaße und sie dauert zu lang.
Probezeit. In Deutschland können Sie die Probezeit mit einem Mitarbeiter auf 3 Monate vereinbaren, bei uns 1 Monat. Es gibt also ganz viel zu tun beim restriktiven Arbeitsrecht. Kommen wir zu den älteren Arbeitnehmern. Ich weiß, Ihnen persönlich sind die älteren Arbeitnehmer ein Anliegen. Ich glaube aber nicht, dass Sie mit Ihrem Bonus-Malus-Konzept dorthin kommen, wo Sie hinkommen wollen. Was Sie nämlich nicht sehen ist, es geht hier um einen Markt, es geht um Angebot und Nachfrage und Preis und es stehen die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Wettbewerb mit den Jüngeren. Und jetzt muss ich halt schauen, da gibt es einerseits Kollektivverträge, ich weiß auch das sehen Sie, andererseits es gibt neben den Kollektivverträgen viele andere dienstzeitabhängige Ansprüche, wo ältere Mitarbeiter für den Betrieb teuer kommen als Jüngere und länger gediente teuer kommen als Jüngere. Und wenn man dann daherkommt mit einer 6. Urlaubswoche, wie immer Sie die kompensieren wollen, am Schluss wird es so sein, dass ein 50-Jähriger 6 Urlaubswochen Anspruch hat und ein 30-Jähriger nicht. Und dann kann ich mir als Arbeitgeber überlegen, nehme ich einen, der 6 Wochen frei hat oder einen, der 5 Wochen frei hat. Ja, das hat er nicht gesagt, Herr Matznetter, so gut haben Sie zugehört. Wir haben auch einen erhöhten Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer, aber nur für die, die einen Job haben, ist das ein Vorteil. Also wenn Sie einen Job haben, ist es ein Vorteil, aber wenn Sie keinen Job haben und einen suchen, dann haben Sie als Arbeitgeber ein Argument mehr, den Mitarbeiter nicht einzustellen, weil Sie sagen, ich will keinen noch einen Kündigungsgeschützten zusätzlich bei mir im Unternehmen. Also müsste man das lockern für alle die, die in höherem Alter einen Job suchen, damit man diese Insider-Outsider-Thematik aufheben kann. Wenn Sie das nicht verstehen, Kollege Wöginger, dann gebe ich Ihnen gern einen Basiskurs im Arbeitsrecht. Was wir auch brauchen, ist ein flexiblerer Übergang zwischen dem Erwerbsleben und der Pension. Was wir aber da brauchen, ist nicht eine Altersteilzeit, bei der die Betriebe noch mehr ersetzt bekommen und dann kleben wir den Marketing-Gag Teilpension drüber, sondern wir brauchen wirklich eine Teilpension, wo Menschen einen Teil der Pension früher in Anspruch nehmen, den mit Abschlägen und einen anderen Teil nehmen später in Anspruch, den ohne Abschläge, so wie sie es brauchen und wie sie es mit ihrer Lebensplanung vereinbaren können. Wir brauchen auch, ältere Menschen sind naturgemäß öfter krank, da zeigen sich die Beschwerden, dass man einfach am Rücken oder sonst irgendwo Leiden hat, die Wahrscheinlichkeit von Schlaganfällen, Herzinfarkten und so weiter steigt mit fortschreitendem Alter, aber das sind oft Erkrankungen, bei denen man länger ausfällt, bei denen man wochenlang vom Arbeitsplatz weg ist und da brauchen wir eine Möglichkeit, wie so jemand flexibel wieder in den Arbeitsprozess hineinkommt und nicht von 0 auf 100 wieder starten muss. Wir nennen das Teilarbeitsfähigkeit, dass jemand, der 6 Wochen, 10 Wochen krank war, nicht von heute auf morgen wieder kommen muss, sondern dass man den auch teilweise gesund schreiben kann, dass der ein paar Stunden pro Woche wieder ins Arbeitsleben eintritt. Österreich kennt hier nur eine Alles-oder-nichts-Lösung, entweder sind sie gesund oder sie sind krank, dazwischen gibt es nichts und das geht am wirklichen Leben vorbei. Das kann man vielleicht als Gewerkschafter anders sehen, wenn es da drüben so laut ist. Dann muss man natürlich auch auf der anderen Seite hergehen, nämlich bei den Mitarbeitern und sagen, welche Erwerbsanreize setzt unser System? Es ist immer noch so und auch nach der Tarifreform im Jänner wird es so sein, wenn ein Durchschnittsverdiener 100 Euro Gehaltserhöhung bekommt, dann bleibt ihm davon ungefähr die Hälfte. Was ist das für ein Leistungsanreiz, ja, wenn mir die Hälfte von allem, was ich kriege, die Republik wegfrisst? Und noch schlimmer ist es, wenn Sie Teilzeitkräfte haben, die sich überlegen, ob sie mehr arbeiten sollen. Ob sie statt Teilzeit 40%, 50% auf 70, 80 gehen. Da rentiert sich die Mehrarbeit nicht. Da haben Sie ein System konstruiert, das Leistung nicht honoriert. Wir haben das ähnlich bei der Mindestsicherung. Da gibt es auch zu wenig Erwerbsanreize. Da gibt es einen kleinen Freibetrag. Und wenn ich mehr arbeiten gehe, wenn ich mehr ins Verdienen bringe, habe ich nichts davon, weil mir dann 1:1 die Mindestsicherung gekürzt wird. Das Gleiche bei Arbeitslosengeld und Notstand. Hilfe. Alles oder nichts. Entweder verdiene ich unter der Geringfügigkeitsgrenze dazu, dann ist okay, oder drüber, dann fällt mir die ganze Leistung weg. Das ist leistungsfeindlich. Die Bundesregierung hat eine Kultur gezüchtet, in der die, die arbeiten, zu den Deppen gemacht werden. Und das ist falsch und da können Sie ansetzen, ohne dass Sie Milliarden ausgeben müssen. Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt, da wird der Kollege Schellhorn noch darauf eingehen. Gibt es zusätzliches Arbeitskräftepotenzial? Und zusätzliches Arbeitskräftepotenzial muss nicht immer eine Belastung für den Arbeitsmarkt sein, wenn man es richtig macht und wenn man frühzeitig die richtigen Schritte setzt. Und die Schwierigkeit ist, dass wir die Zeit nicht nützen.
Während der ersten Monate wird viel zu langsam erhoben, welchen Ausbildungsstand hat er, welche Ausbildung gibt es, die wir anerkennen könnten, welche Sprachkenntnisse kann ich dem schon beibringen, bevor der das Recht zur Erwerbstätigkeit hat. Wir versäumen wertvolle Zeit. Das AMS-Pilotprojekt Kompetenzcheck setzt erst an, wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist. Wir fordern den effektiven Arbeitsmarktzugang für Asylwerber nach 6 Monaten. Und diese ersten 6 Monate möchten wir nutzen, um die Ausbildungen anzuerkennen, um die Sprachkenntnisse auf Vordermann zu bringen und um an der Ausbildung dieser Menschen zu arbeiten, um sie arbeitsmarktfit zu machen. Alles, was sie da versäumen, rächt sich über Jahrzehnte hinaus, weil sie diese Menschen nachher vom Arbeitsmarkt entfremdet haben, weil sie dequalifiziert sind und weil sie sich an das Arbeitsleben schwerer gewöhnen. Wir haben es versäumt, einen attraktiven Arbeitsmarkt zu schaffen, der Menschen hierher lockt, die arbeiten wollen. Wir haben Hürden aufgebaut, für die die arbeiten wollen und haben Österreich für andere attraktiv gemacht. Ich komme zum Ende. Es gibt viel zu tun für diese Bundesregierung, aber nur den Ball an die Sozialpartner schieben, das wird zu wenig sein. Sagt also Gerald Loacker.